Schönen guten Abend. Kontrapunkt trifft. Rhetorik. Was ist Kontrapunkt? Kontrapunkt ist ein Interviewformat, das Nikos Andriadis 2012 ins Leben gerufen hat. Übrigens, mein erster Gesprächspartner, Gesprächsgast war damals Professor Joachim Knape und wir sprachen über das Thema, was ist Bildung? Ja, auch heute geht es um Bildungsfragen, nämlich um die Frage, rhetorische Ethik, ist das wichtig oder kann das weg? Heute Abend haben wir eine Premiere bei Kontrapunkt. Kontrapunkt trifft Rhetorik. Das ist eine neue Veranstaltungsreihe. Experten erörtern Themen aus der Perspektive eben dieser Rhetorik. Ja, und wir haben noch eine zweite Premiere heute Abend. Wie Sie sehen, ich bin nicht alleine. Ich habe eine charmante Partnerin, Frau Janina Dax. Und wir werden gemeinsam unserem Gesprächspartner die Fragen stellen. Und nicht unerwähnt möchte ich lassen, dass wir auch eine Chatfee haben. Unsere Chatfee ist Frau Isolde Selin und sie kümmert sich darum, ihre Fragen an unseren Gesprächspartner weiterzuleiten. Ja, denn Sie können mitmachen. Es geht nicht nur darum, dass Sie zuschauen, Sie können auch Fragen stellen. Diese Fragen formulieren Sie bitte in den Chat und Frau Selin wird dann diese Fragen zusammenfassen und ab und zu sich hier einschalten und an Herrn Robling die Fragen weitergeben. In diesem Sinne, schön, Sie alle hier zu sehen. Herzlich willkommen. Willkommen in der realen, virtuellen Welt. Wie Sie sehen, das Format macht es möglich, dass auch Leute hier zugeschaltet sind, die etwas weiter weg wohnen. Also wir erreichen über diese Kanäle auch ganz anderes Publikum, als wenn wir eine Präsenzveranstaltung hätten. Und nun zu unserem Gast. Franz Hubert Robling ist unser Gast heute Abend. Herr Robling ist einer der dienstältesten Mitarbeiter des Seminars für allgemeine Rhetorik. Er ist 1985, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zum Seminar gekommen, am Anfang als Lehrbeauftragter, dann war er jahrelang Redakteur des historischen Wörterbuchs der Rhetorik. 2010 hat er sich habilitiert und er ist natürlich auch weiterhin dem Seminar treu geblieben, indem er ja, Kolloquien und Seminare anbietet. Das alleine macht ihn natürlich nicht zu unserem Experten. Nein, das Thema des heutigen Abends, rhetorische Ethik, gehört zu den Hauptthemen von Herrn Robling und deswegen haben wir mit ihm diese Reihe gestartet. Denn er hat auch ein Buch zu dem Thema unlängst geschrieben und das haben wir zum Anlass genommen, ihn hier bei Kontrapunkt einzuladen. Herr Robling, vielen Dank, dass Sie heute da sind. Herzlich willkommen. Guten Abend, Dankeschön. Herr Robling, die erste Frage ist naheliegend. Wie kamen Sie überhaupt auf die Idee, so ein Buch zu schreiben über rhetorische Ethik? Denn Rhetorik und Ethik sind zwei Begriffe, die gibt es wahrscheinlich, seitdem es Rhetorik existiert. Und in der Hinsicht auch gleich die zweite Frage. Könnten Sie, natürlich kann jeder sich unter Rhetorik und Ethik was vorstellen, aber es ist vielleicht ganz nützlich für unser Gespräch, wenn wir wissen, was Ihre Vorstellung von Rhetorik und Ethik ist. Herr Andriadis, das ist wirklich eine spannende Frage. Wie bin ich dazu gekommen, mich mit rhetorischer Ethik zu beschäftigen? Also das eine war ein Anstoß von Seiten meiner Studenten, schon in den 80er Jahren, als ich angefangen habe zu lehren am rhetorischen Seminar. Und es war nämlich so, dass mich interessiert hat, wie ich das auch immer heute noch mache, dass ich gefragt habe zu Beginn meines Seminars, die Teilnehmer, warum sind sie hier ins Seminar gekommen? Warum studieren sie Rhetorik? Und da kam heraus, dass einfach eigentlich allgemeine Begeisterung fürs Fach da war und das Fach positiv eingeschätzt wurde, die Möglichkeiten, die man damit hat, wenn man das studiert hat,
Aber einige haben auch gesagt, sie haben ein bisschen Probleme in ihrer häuslichen oder in ihrer regionalen Umgebung, in ihren Bekanntschaften zum Beispiel. Dass Leute aus ihrem Bekanntenkreis, meistens verbinden die ja nur wenig mit Rhetorik, und ganz viele hatten die Voreinstellung, Rhetorik hat etwas mit Manipulation zu tun, ist Manipulation, die Rhetorik dreht einem ja das Wort im Munde herum, wenn man das aufnimmt, was der Gesprächspartner gesagt hat und in seinem Sinne dann wendet. Und Sie haben mir gesagt, eigentlich hat die Rhetorik kein gutes Ansehen bei vielen, gerade in ihrem Bekanntenkreis, Freundeskreis, wo man auch nicht viel Ahnung von Rhetorik hat, sondern eher so vom Hörensagen die ganze Sache kennt. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist natürlich eine interessante Sache. Was müsste man eigentlich tun, um dem abzuhelfen? Und eine wichtige Sache ist zunächst mal die, war für mich dann die Tatsache, dass ich dachte, Mensch, ich muss zeigen, dass Rhetorik einfach unheimlich wichtig ist in unserer Gesellschaft, um unser gesellschaftliches Leben aufrechtzuerhalten. Die Möglichkeiten des Einzelnen, sich in die Gesellschaft einzubringen, alle möglichen Sphären und Bereiche der Gesellschaft, und dass die gesellschaftlichen Institutionen, Beispiel Parlament, Beispiel Gericht, überhaupt nicht funktionieren würden ohne Rhetorik. Das heißt also, ich habe mir gedacht, man müsste irgendwann mal zeigen, wo das Positive der Rhetorik liegt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch nicht verschweigen und thematisieren, wo die Gefahren eines ausufernden, das ist kein gutes Wort, aber eines unverantwortlichen, so möchte ich sagen, unverantwortlichen Gebrauchs von Rhetorik liegen. Das ist die eine Motivation, weshalb ich mich mit rhetorischer Ethik beschäftigt habe. Angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Die andere, das möchte ich eben auch noch erwähnen, weil das wichtig ist für mich, das war mein Lehrer Walter Jens. Mhm. Jens hat mir die Rhetorik nahegebracht. Deswegen habe ich ihm auch mein Buch gewidmet. Und es ist so, dass Jens eine Rhetorik immer vertreten hat, eine Rhetorikauffassung, die humanistisch orientiert war. Und für ihn war essentiell für eine gute Rhetorik und für Rhetorik überhaupt, dass sie bildungsgestützt war, sich auf Bildung berufen konnte, dass sie ästhetisch verfuhr und dass sie von politischer Moral gekennzeichnet war. Und diese politische Moral, das hatte nur einen ganz bestimmten biografischen Hintergrund bei Jens. Nämlich, Jens hatte als Jugendlicher, ja, und als Kind und Jugendlicher noch die Nazizeit erlebt. Und hatte auch natürlich dann vor allem hinterher nach dem Krieg, als er selber studiert hat und seine Ausbildung durchlaufen hat, gesehen, wenn er es nicht vorher schon als Jugendlicher mitgekriegt hat, dass natürlich die Rhetorik bei den Nationalsozialisten völlig korrumpiert wurde und korrumpiert worden war. Wir denken nur, wir brauchen nur an die Rolle der Rhetorik in der nationalsozialistischen Propaganda zu denken. Stichwort Goebbels Rede zum Beispiel, wollte den totalen Krieg. Und für Jens war immer wichtig, das ist eigentlich kein Anlass, um die Rhetorik als Ganze zu verteufeln, sondern wir sollten versuchen, die Rhetorik als ein ganz notwendiges kommunikatives Instrument in einer funktionierenden, demokratischen Gesellschaft zu verstehen und zu untersuchen. Und das war einfach so sein Leitmotiv, das ihn bewegt hat in all den vielen Dingen, die er gemacht hat, wo er seine Rhetorik auch eingesetzt hat. Und er hat immer betont, Rhetorik ist einerseits eine notwendige Kommunikationsform, um wirkungsvoll zu reden. Aber wir müssen auch darauf achten, dass sie moralisch verantwortungsvoll eingesetzt wird. Also wenn ich jetzt eine Definition der rhetorischer Ethik da kurz dran anhängen darf, dann würde ich sagen, Rhetorik ist die Lehre von der Wirksamkeit einer Äußerung und rhetorische Ethik ist die Lehre vom Umgang mit dieser Wirksamkeit, vom moralischen Umgang mit dieser Wirksamkeit der Rede. Mhm. Ja, Herr Robling, wie sind Sie denn da jetzt vorgegangen? Also, Sie haben jetzt gerade gesagt, Rhetorik, Ethik und das Ganze auch zusammenzubringen, da ist jetzt so die Frage, wie sind Sie an die ganze Sache denn überhaupt rangegangen, als Sie sich vorgenommen haben, damals die beiden Dinge noch mehr zusammenzudenken und auch für die heutige Situation, für die Moderne auszulegen?
Was war da Ihre Vorgehensweise? Ja, das ist natürlich eine wichtige Frage, vor der ich am Anfang stand. Und am Anfang wusste ich ehrlich gesagt auch gar nicht recht, wie ich vorgehen sollte. Und viele Hinweise haben mir dann meine Studien über das Rednerideal gegeben. Da habe ich ja auch vor 10 Jahren, 15 Jahren ein Buch zu veröffentlicht. Das war also sehr wichtig, denn zum Rednerideal gehört natürlich immer auch die moralische Ausrichtung. Also, so wie ich mich erinnere, also wie wenn ich zurückblicke, dann denke ich, sind es eigentlich 3 Faktoren, die mich dazu bewogen haben, eine rhetorische Ethik jetzt zu behandeln und vor allem einen Weg zu finden, auch um dieses Thema wissenschaftlich zu behandeln. Vorausschicken muss ich, dass eigentlich rhetorische Ethik immer zur rhetorischen Tradition gehört hat. Und wir wissen, dass die Rhetorik ja in der Antike begründet wurde, 500 vor Christus, also über 2000 Jahre alt ist. Damals gab es schon ethische Überlegungen und bis zum Ende der Rhetoriktradition, die ja durch die Jahrhunderte ununterbrochen sich weiterentwickelt hat, weitergegeben wurde, die dauerte bis Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Und es war so, dass dann die Rhetoriktradition die direkte, humanistisch geprägte abbrach und es zu einer Wiederaufnahme der Rhetorik in 60er Jahren des 20. Jahrhunderts kam. Vielleicht sogar, wenn man die Anfänge auch in den USA zum Beispiel nimmt, die Anfänge der Propagandaforschung und so, da wurde auch schon über Rhetorik nachgedacht, vielleicht sogar die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Dazwischen klaffte eine Lücke und Ethik gab es dann nicht mehr in der Rhetorik, soweit ich sehe, soweit mir bewusst ist. Und angeknüpft wurde dann im 20. Jahrhundert wieder an die Rhetorik als Theorie der Wirksamkeit einer Äußerung. Also der wirkungsvolle, der Aspekt der Wirkung des Effekts der Rede, der stand im Vordergrund. Und ich habe gedacht, wenn ich mich mit rhetorischer Ethik beschäftige, dann muss ich unbedingt anknüpfen an das, was die Tradition, also die rhetorische Geschichte, schon ausgearbeitet hat. Das sogenannte Verbonus-Ideal, das Ideal des Verbonus dicendi peritus, des Ehrenmanns, der reden kann, wie es so schön heißt in der Übersetzung von Helmut Rahn, von Quintilians Ausbildung des Redners, also der Ehrenmann, der reden kann. Das ist eine Konzeption, an die man anknüpfen muss. Klar ist allerdings auch, dass diese Konzeption nicht mehr einfach so für uns heute in unserer gegenwärtigen Welt gelten kann. Man muss sich also überlegen, was man macht. Aber jedenfalls geschichtliche Besinnung war der eine Gesichtspunkt. Der andere Gesichtspunkt war dann, dass ich aufgenommen habe, die Idee, die immer schon mit der Rhetorik verbunden war, dass gut reden können, jetzt im Sinne des erfolgreich reden Könnens, immer auch mit Bildung zu tun hatte. Also Bildung und Kultur sind einfach Elemente, Kernelemente, die zu beachten sind bei der Beschäftigung mit Rhetorik überhaupt, weil jemand, der gut reden kann, ausgebildet sein muss in der rhetorischen Kunst, in der Redelehre, in der rhetorischen Technik. Und der dritte Punkt, auf den ich dann auch gekommen bin, der bestand darin, dass ich die Disziplin natürlich befragen musste, die sich mit Ethik beschäftigt. Und das ist eigentlich mit allgemeiner Ethik, so muss ich sagen. Und das ist eigentlich die Philosophie. Nun muss ich da auch einen neuen Gesichtspunkt anlegen, was mir auf der Dauer eben eingefallen ist und aufgefallen ist. Der neue Gesichtspunkt war der, dass es jetzt nicht mehr um den alten Vorwurf gehen konnte oder um das alte Problem, sagen wir mal so, das alte Problem zwischen Rhetorik und Philosophie, nämlich wie ist der Zusammenhang zwischen beiden? Der Zusammenhang zwischen beiden ist doch der, dass eigentlich die Rhetorik der Philosophie immer gesagt hat, ihr Philosophen könnt eure Einsichten nur wirkungsvoll kommunizieren, wenn ihr auch die Rhetorik mit praktiziert und respektiert. Und es war andererseits dann so, dass die Philosophen gesagt haben, nein, 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 Rhetorik und Wirkung, da ist die Wahrheit immer nur in interessierter Perspektive zu sehen und gar nicht eigentlich per se und als solche willkommen und sozusagen praktiziert. Das geht nicht. Also wir Philosophen, wir wollen uns erst um die Wahrheit bemühen und ob dann noch was für die Rhetorik übrig bleibt, das muss man sehen, höchstens in einer Schwundstufenform. Das große Beispiel ist ja vor allem Platon in der Antike.
Anders war es bei Aristoteles, der hat das dann mehr gewürdigt, dass auch die Rhetorik natürlich wichtig für die Philosophie ist. Aber er hat für die Philosophie das nie thematisiert, sondern es war vor allem eben, wie gesagt, der Platon, der das gesagt hat, nein, hat nichts miteinander zu tun. Und ich musste jetzt den Gesichtspunkt drehen, wenn ich meine Ethik, rhetorische Ethik untersuchen wollte. Ich musste mich jetzt nicht mehr mit der Frage beschäftigen, inwiefern ist Rhetorik wichtig für die Philosophie, sondern umgekehrt, inwiefern ist jetzt Philosophie wichtig für die Ethik, um herauszukriegen, inwiefern und wo es Ansätze, Theorieansätze, Begriffe gibt, die ein ethisches Valeur haben, sozusagen eine ethische Konnotation, einen ethischen Bedeutungsinhalt. Welche Begriffe muss ich aufsuchen, rhetorischen Begriffe, die philosophisch geprägt sind und die ethisch geprägt sind. Und das war jetzt also der dritte wichtige Schritt, den ich unternommen habe und den ich durchgeführt habe, als ich daran ging, dann wirklich meine Studien zur rhetorischen Ethik durchzuführen. Herr Obling, ich würde gerne auf diesen Wir-Bonus-Begriff nochmal zurückkommen. Sie sagten, auch in Ihrem Buch erwähnen Sie das, der ist nicht mehr so übertragbar auf die heutige Zeit. Was hat sich geändert? Was hat sich verändert? Ja, das ist eine wichtige Frage, die man immer auch mit den Studenten besprechen muss. Ich finde, auf der einen Seite muss man natürlich von dem Verbonus reden, nicht? Weil er gehört zur rhetorischen Tradition, das ist klar. Aber man muss immer auch zeigen, und man muss zeigen, in historischer Abwägung, ethischer Abwägung auch, was passt heute noch, was passt nicht mehr. Ich sage und arbeite mit meinen Studenten immer die entsprechenden Passagen bei Quintilian heraus, wo man sieht, was heute noch gut ist an diesem Ideal. Verbonus dicendi peritus, der Ehrenmann, der reden kann. Mhm. Welches sozial-ethische Modell steht denn dahinter im alten Rom, wo dieser Begriff geprägt wurde? Im 2. Jahrhundert oder im 1. Jahrhundert vor Christus wurde der geprägt, dieser Begriff, vom alten Cato. Das war einer der römischen, großen römischen Politiker und dann das war vor Christus. Und der Begriff wurde dann ungefähr 100 nach Christus wieder aufgenommen von Quintilian in seinem Lehrbuch. Und welches sozial-praktische Modell, sagen wir mal, stand denn dahinter von Rednertum? Verbonus dicendi peritus, dicendi peritus, der Mann, der reden kann, der Redner. Welches Rednerideal stand dahinter? Und das Rednerideal war dasjenige des Patronus, des Gutsherrn, der verantwortlich war für die von ihm abhängigen Menschen. Und diese Menschen, die auf seinen Gütern wohnten, die römischen Nobiles hatten unendlich große Güter, die nicht nur Felder und Wälder umfassten, sondern auch ganze Ortschaften. Und da eben viele Bauern und Handwerker lebten auf den Gütern der Nobiles. Und wenn diese Klienten in Rechtsstreitigkeiten kamen und so, dann war der in Rom oder sonst in der Provinz vor Gericht kam, vor den Richter, dann musste der Patronus aus Verpflichtung gegenüber seinen Klienten diese, seine Untergebenen, vertreten, mit Hilfe der Redekunst. Und das war der Patronus. Der wir die kennen, die Peritus war zunächst mal der Patronus, der sozial Engagierte. Und das ist jetzt ein Punkt, den man in die heutige Zeit hinüberretten kann. Derjenige, der wirkungsvoll redet in der Öffentlichkeit, der hat immer, sobald er den Mund öffentlich aufmacht, aus dem Raum des Privaten herausgeht, eine soziale Verantwortung für alle die, die ihm zuhören, für das, was er sagt. Ja, also ist ein Grundelement rhetorische Ethik zweifellos. Gut, aber inwiefern ist das Ganze nun auch in gewisser Weise veraltet? Dieses Verbonus-Konzept enthielt nicht nur diese Patronus-Komponente, sondern enthielt auch noch eine Komponente von Standesehre. Denn derjenige, der als Patronus, als Orator dann als Redner, also für seine Klientel auftrat, der musste sich auch an ethischen Prinzipien orientieren. Und das damalige hauptethische Prinzip, um das es ging für den Redner, wie Cicero vor allem herausgearbeitet hat, Cicero war ja nicht nur Redner, sondern auch Philosoph, der hat ein schönes Buch geschrieben über
die Pflichten, die man als Mensch erfüllen muss, wenn man ein ethisch angemessenes, richtiges Leben führen will. Also der Begriff, der da vor allem wichtig war für ihn, den er herausgearbeitet war, war der Begriff des Ehrenhaften. Also ein Redner, der in der Öffentlichkeit ethisch ja, gerechtfertigt, ethisch richtig auftreten wollte und auftrat, der musste sich an diesem Ehrenhaftigkeitsprinzip, lateinisch honestum, orientieren und musste das mit dem in Einklang bringen, was für ihn als der Nutzen in seiner Rede wichtig war. Also die Rede sollte einen Nutzen haben, die sollte einen Effekt haben, aber sie sollte so gehalten werden, dass Honestumsprinzipien, Ehrenhaftigkeitsprinzipien nicht verletzt wurden. Und es war so, das galt natürlich für die römische Gesellschaft. Römische Gesellschaft und zum Teil natürlich auch für die hierarchisch organisierten Gesellschaften im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, eigentlich bis zur Epoche der Revolution, Ende des 18. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts in Europa. Und ich rede jetzt nur über die Entwicklung in Europa. Mit Beginn der egalitären Gesellschaften, aber im 19. Jahrhundert vor allem, Etablierung nach langen Kämpfen und auch der Weiterentwicklung der Moralphilosophie, kam ein weiteres Prinzip hinzu, zum Rednerideal, was auch die alte Vorstellung vom Verbonus abgelöst hat, ablösen sollte, möchte ich sagen. Abgelöst hat, ich meine, soweit sind wir noch nicht, weil diese Diskussion ja jetzt läuft. Aber ablösen sollte, nämlich das Prinzip der Würde. Damals war es dieses ständische Ideal der Ehrenhaftigkeit, dass ein Redner vor seinen Standesgenossen vor allem auch Prinzipien der Ehre beachtete. Heute ist es so, dass Prinzipien und das Prinzip der Ehre in unserer Gesellschaft nicht mehr den Stellenwert hat, den die Ehre früher in ständisch geprägten Gesellschaften, die nicht egalitär und demokratisch verfasst waren, sondern monarchisch, feudal verfasst waren, den hat eben die Ehre heute bei uns nicht mehr, sondern stattdessen die Würde. Würde, Menschenwürde seit der Moralphilosophie im 18. Jahrhundert, insbesondere Kant, das ist jetzt ein ganz anderer, ein neuer Wert, an dem sich in meiner Sicht eine ethische Haltung, eine moralische angemessene Haltung des modernen Redners und der Rednerin, also wenn ich von Redner rede, rede ich auch immer von der Rednerin, ist klar, woran er oder sie sich orientieren sollten. Die Zielmarke ist die Menschenwürde. Das wissen wir aus allen möglichen Diskussionen heutzutage, wenn es um Rechtsfragen geht. Natürlich ist der große Richtschnur, der Kompass bei uns, das Grundgesetz mit der Menschenwürde, wo die Menschenwürde der Anker und eigentlich das tiefste Fundament des Grundgesetzes ist. Und also sollte das auch jetzt in einer gewissen Drehung der Sichtweise für den Redner verbindlich sein. Der Redner als Verbonus in der Tradition orientierte sich vor allem an seiner eigenen Ehrenhaftigkeit. Während heutzutage der Redner als moderner Verbonus oder als sozusagen moralisch orientierter und interessierter Mensch, der Moral wichtig findet und Ethik, der sollte sich eben daran vor allem orientieren, an der Frage, wie das und an der Frage, wie weit er die Würde seiner Klientel beachtet, wenn er mit ihr redet und zu ihr redet. Dass er nicht allein aus Respekt vor der Menschenwürde zum Beispiel nicht zu manipulativen Mitteln greift, um sie auf seine Seite zu ziehen und so. Also das schien mir so mit das Wichtigste zu sein für ein modernes Rednerideal. Erstens die Orientierung an der Menschenwürde, zweitens dann sehr wichtig ist auch überhaupt der Begriff der Verantwortung, den gibt es in der rhetorischen Tradition für die Rhetorik nicht. Aber für die moderne Ethik ist der Begriff der Verantwortung in ganz vielen Hinsichten und Bereichen für uns heute natürlich ganz besonders wichtig. Nicht? Allein die Verantwortung für die Umwelt zum Beispiel, und man könnte das auf ganz viele und weite Bereiche ausdehnen. Verantwortungsethik ist heutzutage einer der wichtigsten Ethiktypen. Und ich finde, den sollte man auch
mit einbeziehen und übertragen auf die Frage der Ethik für den Redner. Mhm. Frau Dax, bevor Sie die nächste Frage stellen, der Hinweis an unsere Zuschauerinnen. Sie haben die Möglichkeit, Herr Robling hat ja genügend Material geboten mittlerweile, genügend Material, das anregt zum Nachdenken, vielleicht auch zum Widerstand, wenn Sie anders darüber denken. Schreiben Sie in den Chat Ihre Fragen. Die werden gesammelt von unserer Chatfee, das ist die Frau Celine, und die schaltet sich gelegentlich hier ein und stellt dann ihre Fragen oder gibt die Fragen weiter an unseren Gast. Frau Dax, bitte, Sie wollten eine Frage stellen. Ich glaube aber, es gibt schon eine Frage. Ich habe eine Frage im Chat erhalten. Okay. Und zwar wird hier nach den Instrumenten der rhetorischen Kommunikation gefragt. Inwieweit müssen die Instrumente der rhetorischen Kommunikation ethisch hinterfragt werden? Und weiter heißt es, ist jedes Mittel in Ordnung, solange der Redner, die Rednerin ein ehrenhaftes Ziel verfolgt? Also die Mittel per se haben keinen ethischen Charakter, sondern Mittel per se sind einfach neutral, weil sie Techniken sind. Techniken, um etwas zu bewirken und herzustellen. Der zweite Teil der Frage, können Sie mit denen nochmal wiederholen, der sich jetzt Ziele und Mittel, jawohl, Ziele und Mittel. Wie weit ist es zum Beispiel erlaubt, ethisch erlaubt, Mittel für bestimmte Ziele einzusetzen? Es gibt Mittel, die fragwürdig sind, wenn man manches erreichen will. Zum Beispiel, man kann davon ausgehen, dass man mit seiner Redekunst positive Dinge erreichen will, meinetwegen irgendeine Versammlung zu Spenden aufrufen will. Und wenn man dann als Mittel einsetzt, wirklich auf die Tränendrüsen zu drücken, und zwar nicht nur in einem vertretbaren Maße, sage ich jetzt mal abstrakt, weil ich die Situation ja nur konstruiert habe, sondern in einem unverhältnismäßigen Maß, der eigentlich über den Anlass hinausschießt und wo man denkt, mein Gott, also das verträgt sich ja eigentlich nicht mit einer realitätsangemessenen Weise, dann würde ich sagen, geht das in eine Richtung, die ethisch fragwürdig ist. Warum? Weil sie die Urteilsfähigkeit der Rezipienten, der Zuhörer nicht respektiert, sondern auf Deubel komm raus sozusagen jetzt im Effekt haben will, dass jetzt die Leute spenden für eine gute Sache. Und dann verletzt der Redner auch seine Glaubwürdigkeit dazu, nicht? Also so würde ich diese Frage beantworten. Dass gerade das Verhältnis von rhetorischen Mitteln zu Zielen, persuasiven Zielen, wie wir sagen, also Zielen der Beeinflussung der Zuhörerschaft, da muss immer abgewogen werden, ob die Mittel zu den Zielen auch passen. Und da ist, was die Ziele angeht, hier vor allem die ethische Frage gestellt. Herr Robling, da stellt sich doch aber auch anschließend die Frage, wer sind denn die Instanzen oder wer ist denn die Instanz der rhetorischen Ethik? Also wer bestimmt das Ganze auch? Und daran anschließend stelle ich mir jetzt als Rhetorikerin, natürlich als Rednerin, die Frage, wie lerne ich das Ganze denn? Woher weiß ich denn, wann ist die Abwägung in Ordnung? Wo stoße ich an Grenzen? Wo bekomme ich das beigebracht? Muss ich dafür jetzt Rhetorik studieren? Kann ich das so nachlesen? Wer vermittelt mir das Ganze dann auch? Ja, ich würde sagen, natürlich wird das vermittelt durch Studium. Das ist ja natürlich mal klar, nicht? Dann erstmal die Ausbildung in der Rhetorik, die sollte eben sich nicht nur damit beschäftigen, was sind jetzt technische Fragen, um eine Rede hervorzubringen, die wirklich die Zuschauer erreicht, auch und die Zuhörer und sie zum Handeln in die gewünschte Richtung bewegt. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, erstmal, dass man das lernt. Und zugleich müsste man auch in der Ausbildung schon lernen, was sind denn so Fragen, in denen es darum geht, ob hier die ethische Anwendung und Verwendung der Redekunst, ob die noch akzeptabel ist. Das große Beispiel ist immer, wenn man politische Reden zum Beispiel oder ja, Gerichtsreden untersucht.
nicht wahr? Also da kann man dann richtig sich fragen natürlich, wie ist es angemessen, ist es richtig, was hier an rhetorischen Mitteln eingesetzt wurde, oder ist das fragwürdig, weil es zum Beispiel mit der Wahrheit es nicht so genau nimmt, weil es mehr Emotionen bringt als intellektuelle Argumentation, sodass am Ende mehr Gefühle im Bewusstsein zurückbleiben als wirkliche Basiskenntnisse und Gründe für eine Position oder für ein Ziel, das angestrebt wird und so weiter. Also das ist in meiner Sicht eine ganz wichtige Aufgabe der Ausbildung natürlich. Und ja, die Frage, wer entscheidet darüber, ob eine Rede ethisch richtig ist? Ja, das ist eine sehr interessante Frage natürlich. Es gibt zweierlei Dinge. Zunächst mal würde ich sagen, derjenige, der sich mit Rhetorik beschäftigt, derjenige, der Rhetorik studiert hat, derjenige, der rhetorische Erfahrung gewonnen hat, weil er oft schon und viel Reden gehalten hat, und das ist eben sehr wichtig, ein Fortgeschrittener oder ein Könner, der hat eine andere Kompetenz als ein Anfänger. Also die rhetorische Erfahrung, vor allem beim Fortgeschrittenen, bei demjenigen, der schon viel Erfahrung in öffentlichen Auftritten hat, gibt es ja im politischen Bereich, gibt es vor Gericht natürlich diejenigen, die da reden, als Anwalt, als Verteidiger Rhetorik einsetzen und so, zum Beispiel im Wirtschaftsbereich, Wirtschaftsrhetorik, wo es eben auch immer darum geht, zum Beispiel bei Verhandlungen. Gut, das ist natürlich Gesprächssituation, die ist nochmal ein bisschen anders, aber da gibt es auch eben elementare rhetorische Regeln, die berücksichtigt werden müssten. Oder Fachvorträge, die zum Beispiel angefordert werden für wichtige Entscheidungen, sei es im Wirtschaftsbereich oder sei es im kommunalpolitischen Bereich zum Beispiel. Da wissen erfahrene Leute, die oft schon und lange geredet haben, durchaus, was da noch eigentlich moralisch akzeptabel ist oder nicht, wo sie sozusagen dann auf die Pauke hauen, auf die emotionale Pauke und nur mit Halbwahrheiten arbeiten, um ihren Effekt schließlich zu kriegen, die Leute auf ihre Seite zu ziehen, oder wo das nicht gegeben ist, ja, oder wo sie eigentlich wissen, das dürfen wir eigentlich nicht mehr machen, sondern da haben wir eine Grenze überschritten. Also meine Erfahrung ist, Leute, die Erfahrung im Reden haben, die haben auch Erfahrung mit der Frage der ethischen Akzeptanz und ethischen Valenz, Wertigkeit einer Rede, und die haben ein genaues Bewusstsein und Wissen davon, wie weit sie gehen können. Das ist meiner Sicht, auch Politiker übrigens, ganz klar. Und wenn die Grenzen überschreiten, wie wir ja auch in unseren politischen Foren, öffentlichen Foren sehen, dann sind das kalkulierte Übergriffe und kalkulierte Regelverletzungen, ganz klar, nicht? Also die eine Instanz ist immer der Redner selber mit seiner Erfahrung, mit seinen ethischen Maßstäben, die vermittelt werden sollten und thematisiert werden sollten in der Ausbildung und nicht nur als ein kurzer Exkurs mal in einem Rhetorikkurs, sozusagen wir schnuppern mal in die Giftküche der schwarzen Rhetorik hinein, wie man Leute manipulieren kann. Das ist viel zu einfach. Bloße Vermeidung von einfachen manipulativen Tricks, das genügt gar nicht, sondern man muss wirklich eine rhetorische Situation als eine ethische Situation aufziehen. Ja. Gut, das ist der eine wichtige Gesichtspunkt. Der andere wichtige Gesichtspunkt, den hat Chaim Perlmann ins Spiel gebracht, ist ein wichtiger Argumentationstheoretiker. Der hat auch ein wichtiges Kapitel in seinem Buch über Argumentation zur rhetorischen Ethik geschrieben, und der sieht die Lösung im Folgenden. Er sagt, auf der einen Seite gibt es für den Redner immer ein partikuläres Publikum. Das kann ein partikuläres, ist also Teilpublikum sozusagen aus der Gesamtmenge der möglichen Publika. Die kann man natürlich in seinem Sinne immer beeinflussen. Und wir haben im Seminar auch darüber gesprochen, dass das die Auffassung von Perlmann ist. Und als Beispiel ist uns vor allem aufgefallen, so eine eingeschränkte Publikumsgröße wie in den sozialen Medien. Leute, die zum Beispiel nur auf Facebook kommunizieren und so, die haben dann ein eingeschränktes Publikum vor sich, was nur die gemeinsamen Maßstäbe teilt von denen, die sich immer schon kannten, von denen, die immer schon die gleichen Auffassungen hatten und gar nicht mehr aus dieser Filterblase heraustreten wollen. Und Perlmann hat kritisch dagegen eine andere Form von Publikum gesetzt, in das sogenannte universale Publikum. Und das ist eine gedachte Größe, weil das universale Publikum als die Gesamtheit aller denkbaren Publika ja nicht empirisch verifizierbar ist, sondern es ist nur eine gedachte Größe. Eine gedachte Größe, die
davon ausgeht zunächst mal, das universale Publikum ist eine logische Größe. Das heißt, hier kommt die Allgemeinheit von Wertungen ins Spiel. Und das Zweite ist, dass diese Allgemeinheit von Wertungen nur erreichbar ist über die Vernünftigkeit der oder über die Zustimmung aller vernünftigen Wesen in diesem Publikum. Also für Perelman ist, und das finde ich ist auch ein richtiger Gesichtspunkt, ist der zweite Gesichtspunkt, unter dem man über die Ethik einer Rede entscheiden kann, auch die Frage, entspricht diese Ethik der Vernunft, der ethischen Vernunft und den Gesichtspunkten, die allgemeine philosophische Ethik beziehungsweise im Speziellen dann die rhetorische Ethik, was die Frage von Überreden, Überzeugen zum Beispiel angeht, aufstellt. Ja, so ist das. Und wer ist die Instanz in einem Publikum, dann darüber zu entscheiden? Ein aktuelles Publikum wird unmittelbar vielleicht durch seine Reaktionen zustimmen. Die Zuhörer in einer Wahlkampfrede zum Beispiel klatschen und finden, jawohl, da hat unser Kandidat gut geredet. Dann könnte es auch sein, dass Einzelne dann auf dem Nachhauseweg, nicht ich schildere so, wie es uns allen ja dann geht, auf dem Nachhauseweg mal nachdenken und sich sagen, ja, ist das denn wirklich gut gewesen, was er in diesem und jenem Punkt gesagt hat? Ist es vielleicht diskriminierend in irgendeine Richtung für irgendwelche Leute gewesen? Wollen wir wirklich so einen wählen? Dann wäre da zum Beispiel die ethische Entscheidung und auch die politische Entscheidung, die durch ethische Gesichtspunkte mit motiviert ist, nein. Nicht wahr? Und die dritte Instanz, die im Nachhinein dann entscheiden kann über ethische Gesichtspunkte und Bewertungen, das wäre dann so die Analyse einer Rede durch jemanden, der die Rede liest oder in einem rhetorischen Seminar, nicht wahr, zu irgendeinem Thema, zu einer Wahlkampfveranstaltung, gibt es ja zum Beispiel auch an unserem Seminar in Wahlkampfzeiten, dass einzelne Lehrveranstaltungen über Wahlveranstaltungen gemacht werden, dann werden auch die einzelnen Reden mal untersucht. Und ethische Bewertung heißt hier aber, und das muss man natürlich auch sehen, wird nicht immer unbedingt nur in eine Richtung gehen. Das ist auch eine Erfahrungstatsache, nicht? Sondern man wird sicher auch divergierende Meinungen finden. Aber wichtig ist natürlich, dass man im Gespräch, im ethisch bewertenden Gespräch, solch einer Rede, sich darum bemüht, allgemeine Standards aufzustellen, die gelten müssten, Prinzipien, rhetorisch-ethische Prinzipien, nach denen dann auch Bewertungen durchgeführt werden können. Und deswegen sage ich, rhetorische Ethik ist eine Frage der Ausbildung auch, denn man muss ja eine ethische Beurteilung nicht aus der Lameng, wie zum Beispiel einen Schnellschuss hier auf dem Jahrmarkt, nicht wahr, irgendwo in so ein Büchsengebirge, wo man hinterher einen Luftballon kriegt, losschießen, nicht wahr? Also aus der Spontanität, sondern man muss sich die Sache überlegen, nach Gesichtspunkten, die man gelernt hat, die man bewertet hat. Man muss sich auch klar werden in wichtigen Dingen über die eigenen moralischen Maßstäbe und sich dann fragen, lege ich die an? Ja, ich will die anlegen. Ja, wie ist es mein Nachbar und hier mein Kollege und der oder die? Was denken die? Was sind deren ethische Maßstäbe? In diesem konkreten Fall. Immer geht es ja um die allgemeinen Maßstäbe, die anzulegen an den konkreten Fall und auszulegen, zu explizieren im konkreten Fall. Darüber muss man sich mit denen dann austauschen. Nicht? Also es ist ein ganz komplexes System, ein komplexes Feld und Phänomen, ethische Bewertung in Bezug bei Reden, bei Rhetorik, rhetorischen Phänomenen. Aber ich denke, wie auch in anderen wichtigen Feldern in unserer Gesellschaft, denken wir nur an die Gentechnik, denken wir an Umweltentscheidungen, zum Beispiel in Tübingen, neue Bebauungsgebiete hier, die ausgewiesen werden, da müssen immer auch, oder das große Thema künstliche Intelligenz, die ja hier in Tübingen sehr groß ausgebaut und gefördert wird, da muss man natürlich auch nicht nur die technische Seite des Ausbaus bedenken, sondern man muss sich auch überlegen, welche ethischen Maßstäbe haben wir, wollen wir anlegen, für welche sind wir verantwortlich, welche müssen wir überhaupt erst entwickeln und so weiter. Und es gibt ja nicht umsonst Ethikbeiräte zum Beispiel auch. Bei diesen großen KI-Projekten sind ja nach einigen nicht einfachen Anläufen, so wie ich das mitgekriegt habe, jetzt durchaus auch, ist ein Ethikbeirat geschaffen worden, der die ganzen Forschungen, die Entwicklungen, die da geplant sind,
vorgelegt bekommt und bewertet. Nicht? Also, um das abzuschließen, es ist eben sehr wichtig, sich um ethische Maßstäbe zu bemühen von Rezipientenseite, aber diese ethischen Maßstäbe müssen auch entwickelt werden und die müssen gepflegt werden, hätte ich beinahe gesagt. Herr Robling, Sie haben hohe Hürden skizziert, die natürlich nachvollziehbar sind, plausibel klingen. Was alles muss geschehen, bis jemand in der Lage ist, eine Rede zu halten, die eben diese ethischen Grundsätze berücksichtigt. Machen wir doch mal den Praxistest. In der Gesellschaft, wenn ich ein juristisches, rechtliches Problem habe, ziehe ich vor Gericht, da gibt es einen Richter, es gibt eine Jury, es gibt die Anwälte, die Staatsanwalt und so weiter, all diese, den ganzen Apparat, der am Ende ein Urteil fällt. Das heißt, ich bringe mein Anliegen vor und die sagen mir, so und so ist es. Das sind Fachleute, die urteilen nach bestimmten Kriterien. Bei der Rede ist es natürlich nicht der Fall. Da wird jetzt niemand zu Ihnen kommen, seine Rede erstmal vorlegen und sagen, darf ich das alles sagen? Also auf der einen Seite haben wir die Ansprüche, die nachvollziehbar sind. Auf der anderen Seite haben wir aber eine Welt, die sich gar nicht drum schert, was moralisch verwerflich ist oder nicht. Sonst würden wir auch keine extremistischen Parteien haben, weil sie ja niemand gewählt hätte. Wir würden so ein Phänomen wie Trump und seinesgleichen gar nicht haben, weil sie gar nicht in die Lage gekommen wären, gewählt zu werden. Also wie geht man mit so etwas um? Denn sie sagen, jeder muss sich entwickeln. Aber so gesehen darf ja niemand eine Rede halten, weil er nicht die Erfahrung hat. Also wenn er die Erfahrung nicht hat, kann er nicht anfangen zu reden. Bis er die Erfahrung hat, hat er wahrscheinlich viel Schlechtes gemacht oder nicht das gemacht, was moralisch wertvoll ist. Also irgendwie scheint mir das Problem nicht gelöst worden zu sein. Ich habe die Hürde, aber ich habe nicht die Lösung. Wie gehe ich da vor? Ja, Gegenfrage, Herr Andreades, finden Sie denn, dass man sich deswegen nicht mehr um Ethik kümmern sollte? Nein, genau das frage ich ja. Also es ist eine Verpflichtung von jedem, der sagt, auch solche Fragen sind berechtigt, völlig klar. Die Frage ist nur, gibt es eine Instanz in der Gesellschaft, die gehört wird? Also sowas wie Walter Jens, das war ja eine Art Instanz, eine Art Gewissen. Wenn er gesprochen hat, haben Leute zugehört. Haben wir sowas heute überhaupt? Oder wer soll das sein? Ich denke, das ist nicht nötig, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Denn die Voraussetzung dafür, also erstmal, wenn man sagt, ja, all unsere Rede über Ethik führt ja letztlich doch nicht weiter, denn die meisten Leute halten sich ja doch nicht dran. Dann würde ich dagegen sagen, ja, worum geht es denn bei der Ethik? Geht es bei der Ethik in erster Linie darum, die anderen zu überzeugen davon, dass sie moralisch angemessen handeln? Oder geht es nicht bei der Ethik in erster Linie um die Frage, handle ich moralisch angemessen? Mhm. Also ich würde sagen, das ist die erste Antwort mal. Erstmal ist Ethik für mich selber da, damit ich lerne, moralisch angemessen zu handeln. Ja, also das ist mal der erste Punkt. Und natürlich muss im Zweiten, damit sich insgesamt was bessert, auch die anderen, müssen die anderen sich auch ändern, ist klar. Aber ich meine, das wissen wir ja alle, wie schwierig es ist, andere Menschen zur Änderung ihrer Haltung zu bewegen. Dafür ist die Ethik auch nicht gemacht, so wie ich das sie verstehe, sondern die Ethik ist dafür gemacht, dass der Einzelne weiß, er muss bei sich anfangen und was verändern, was besser machen. Dann gibt es einen Erfolg. Das ist das eine. Und das Zweite ist, deswegen sind natürlich große moralische Figuren wichtig. Aber sie sind auch verzichtbar, möchte ich sagen, weil es wirklich auf den Einzelnen ankommt. Und in meiner Sicht ist das Wesentliche, um dieses Problem zu lösen, dass man wirklich die Sache auch mit in die Ausbildung nimmt. Denn es ist ja so, jeder von uns, ob er es weiß oder nicht, instinktiv handelt er ja nach Wertsetzungen. Ja. Und für die Bedürfnisse des eigenen Lebens ist ganz klar, das einfachste Beispiel ist vielleicht, wenn man zum Einkaufen geht. Ich kaufe mir die Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass sie mir gut tun. Und warum sollte nicht diese Haltung vermittelt werden, auch Heranwachsenden und in der Öffentlichkeit immer wieder thematisiert werden, dass so eine Haltung auch wichtig ist für unser kommunikatives Verhalten? Eigentlich steht das als Frage ja jedes Mal hinter den Problemen, die durch die Exzesse
der Social-Media-Kommunikation entstanden sind. Durch all diese schrecklichen Exzesse brauche ich ja gar nicht aufzuzählen. Die kommen ja eigentlich nur dadurch zustande, dass moralische Kommunikationsmaßstäbe eigentlich nicht richtig angewendet werden. Nicht? Also ich finde, so wie wir lernen, in unserem Käuferverhalten unsere ethischen Bedürfnisse zu befriedigen in dem Sinne, dass wir ein gutes Leben führen wollen, und zwar ein gutes Leben in dem Sinne, dass das Leben uns gut tut, dass das, was wir tun, uns gut tut, so sollten wir auch lernen zu kommunizieren, und so sollte es thematisiert und eingefordert werden in der Öffentlichkeit, dass wir kommunizieren so, wie es uns gut tut. Und dass wir nicht zum Beispiel diskriminiert werden und niedergemacht werden, niedergeschrien werden, marginalisiert werden und alles, wie wir das so kennen. Und der Ansatz ist immer der beim Lernen und bei der Ausbildung und dann auch natürlich in der Freiheit der öffentlichen Meinungsgrundgabe, in der kritischen Freiheit, öffentliche Äußerungen auch moralisch, nicht nur sachlich, nicht nur politisch und so weiter, sondern auch moralisch in dem Sinne zu bewerten, dass man sich fragt, wie ist der kommunikative Partner jeweils respektiert worden und berücksichtigt worden? Jemand, der eine Hassrede hält, wenn Sie ihn fragen und wenn er ehrlich zu sich selbst wäre, müsste er gleich sagen, ich habe nur Schwachsinn geredet, aber wahrscheinlich hätte er sagen, nö, das ist meine Wertevorstellung, so ist es nun mal. Wir sind weiß und wir gehören hierher und die anderen sind das da. Wie wollen Sie mit so etwas umgehen? Das heißt, Sie kommen gar nicht an mit Ihrem Anspruch, weil der Anspruch gar nicht gesehen wird auf der anderen Seite, sondern gesehen wird nur, ja, das mache ich doch. Ich handle nach meinem Vorbild, nach meinem Gewissen, was tut mir gut. Da kann ich wiederum nur sagen, zwei Sachen. Nicht? Für mich ist die Ethik nicht die Frage, ob sich der andere ändert, sondern für mich ist die Frage, ob ich mich ändere. Mhm. Das ist das eine. Und für mich das zweite dann die Frage, dass ich seine Sachen nach Moralprinzipien bewerte, die er nicht berücksichtigt. Und das wird man so jemandem wohl nachweisen können. Nicht? Und man ist ja auch nicht alleine da, nicht, sondern so ein Hassredner trifft ja auch auf andere Teile der Öffentlichkeit oder der Kommunikationspartner, und da kann man ja durchaus was machen, so einen Menschen zum Schweigen zu bringen oder so einen Menschen klarzumachen, das geht nicht. Und die Voraussetzung ist eben, dass doch moralische Standards gemeinsam geteilt werden. Nicht? Das ist ja immer in unserer Gesellschaft das Produkt, das Problem, wie weit akzeptiert man manche Äußerungen, die diskriminierend sind? Wie weit sind sie noch von der Meinungsäußerung gedeckt? Oder wie weit erfüllen sie dann Fragen der Beleidigung und so weiter und so weiter? Nicht? Aber da sollte man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Nicht? Wenn es Leute gibt, die das nicht wollen und die man nicht überzeugen kann, mit mehr als auf die Vernunft setzen, auf die Argumentation, auf Begründungen, kann man nicht. Und man kann auch nur auf die Folgen von so etwas hinweisen. Nicht? Gibt es ja schöne Beispiele auch von den Dingen, die die AfD im Bundestag zum Beispiel gesagt hat. Manche Folgen, die sich da eingestellt haben, da kann man ja nur oder kann man sich einfach damit begnügen, auf Kausalbeziehungen hinzuweisen zwischen dem, was ein Redebeitrag oder eine Position war, die geäußert wurde, und manifesten Maßnahmen, die dann durchgeführt wurden, die im Geiste von solchen Redebeispielen entstanden sind. Mhm. Aber dann geht es doch auch im Grunde eigentlich nur darum, dass ich als Rednerin eine eigene ethische Haltung habe. Ja. Die ich vertreten kann. Also es gibt ja, Sie haben zwar jetzt Hinweise gesagt, wie zum Beispiel die Würde des Menschen zu beachten, auch die Verantwortung, die wir haben, aber welche ethische Haltung ich dann im Endeffekt anwende, haben Sie da auch eine Richtlinie oder woher weiß ich das? Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Utilitarismus folge und jemand eher der Kantschen Idee, dann gibt es da ja auch Widersprüche. Und ja, ich würde sagen, beide sind gesellschaftlich anerkannt und haben ihr Für und Wider, lässt sich ja diskutieren. Aber wo kriege ich jetzt als Rednerin die Richtschnur her? Ja, das ist die Frage, nach welchen Ethikmodellen handle ich in der Rhetorik?
Und da habe ich einen Vorschlag gemacht, dass man so von den existierenden, es gibt ja eine Menge ethische Richtungen und Konzeptionen. Und ich finde, heutzutage ist es ist nicht umsonst so, dass es so viele Richtungen und Konzeptionen gibt, weil es viele ethische Intuitionen auch gibt, Auffassungen und Ansätze, um Fragen der guten Lebensführung zu behandeln. Und ich finde, am naheliegendsten für die Rhetorik sind Ansätze, die schon aus der rhetorischen Tradition selber zu ermitteln sind. Das eine ist der sogenannte strebensethische Ansatz, der von Aristoteles entwickelt worden ist. Aristoteles sagt, jede Rede erstrebt ein Gut. Ein Gut, das mit dieser Rede der Redende für sich erwerben will. Das ist der strebensethische Ansatz. Für die Rhetorik ist das ganz klar, liegt es auf der Hand, denn das Gut, das ich erstreben will, mein Strebensbemühen ist sozusagen mein Bemühen um rednerischen Erfolg. Wenn ich rednerischen Erfolg habe mit meiner Rede vor einer Zuhörerschaft, dann habe ich das Gut erlangt, was ich wollte, was ich gebraucht habe. Und das ist der eine Punkt, und daraus resultiert dann jetzt, was die ethischen Richtungen angeht, eine der Richtungen, die sich daraus ergeben haben, ist die sogenannte utilitaristische Ethikrichtung, moderne Richtung, die davon ausgeht, dass eine Handlung einen Nutzen haben soll, wenn sie ethisch wirklich dem Handelnden etwas bringen soll, ein Gut bringen soll. Und der Nutzen stellt sich ein als Handlungsfolge. Und das ist auch ganz klar mit der Rhetorik zu vermitteln, denn Aristoteles hat auch gesagt, dass eine Rede einen Nutzen bringen soll. Er hat das zwar eingeschränkt in seiner Typologie der Redegattungen, vor allem auf die Beratungsrede, die politische Beratungsrede, das, was dem beratenden Gremium nützen will, in dem die Rede gehalten wird. Aber man kann das übertragen auf die anderen Redegattungen natürlich auch. Denn ich finde, man muss Aristoteles nehmen als Ausgangspunkt, um neue Konzeptionen zu entwickeln. Also ich finde, Ausweitung des Nutzenbegriffs, dann haben wir den utilitaristischen Ansatz, der eine der dominierenden modernen Ethikmodelle darstellt. Und das dritte ist natürlich der sogenannte deontologische Ansatz, der von den Pflichten ausgeht. Die Pflichten, die man erfüllen muss, um das Gute für sich und für andere zu erreichen. Denn eine Grundüberlegung, die Kant anstellt und die ich auch sehr richtig finde, ist die: Das Gute gibt es einerseits in der Perspektive, dass es etwas Gutes für mich, das ist sozusagen die strebensethische Perspektive, und die andere Perspektive ist das Gute ist für die anderen. Und klar ist, wenn ich etwas Gutes für mich erreichen will, am Ende muss es auch für andere gut sein, damit es keine Störung gibt zwischen den Gütern sozusagen, sondern dass ich wirklich mein Gut auch genießen kann. Und ich finde, diese drei Aspekte, die müsste man in einem Handlungsmodell und die sollte man in einem rhetorisch-ethischen Handlungsmodell miteinander verbinden. Aufgrund der Tatsache, dass es heutzutage eben verschiedene ethische Ansätze gibt und man nicht nur bei einem Ansatz bleiben soll, denn das Problem immer auch bei einer ethischen Bewertung ist, ich hatte ja eben schon gesagt, selbst wenn eine Rede bewertet wird hinterher im Publikum oder bei einzelnen Mitgliedern des Publikums, es ist nicht unbedingt gesagt, dass man immer in den Bewertungen auf einer Linie liegt, sondern man muss sich zusammenraufen und man muss gucken, was sind hier prinzipielle und wichtige Maßstäbe, die in erster Linie beachtet werden müssen, in zweiter Linie und so weiter. Und genauso ist es natürlich dann auch im ethischen Ansatz, nicht wahr? Dass man am besten, wenn man die Komplexheit vieler ethischer Problemlagen wirklich beurteilen will und durchschauen will, am besten mehrere Zugänge wählt. Da ist die Ethik als Handlungswissenschaft eben ein Stück unschärfer, aber auch komplexer und realitäts- und lebensorientierter als eine Wissenschaft wie die Mathematik etwa, die nur innerhalb die ganz strenge Gesetzmäßigkeiten und Folgerichtigkeiten und Folgerungen kennt, aber nur aufgrund einer schmalen axiomatischen Basis, die als Ausgangsdefinition gilt.
Da sind Handlungswissenschaften und theoretische Wissenschaften eben ganz anders gelagert. Bei den Handlungswissenschaften kommen eben die Unschärfen dazu. Und die Unschärfen hier in Bezug auf die Ethikmodelle, die stellen sich so dar, dass es gut ist, mehrere Ansätze zu wählen und die zu verbinden. Und wenn das noch eine Ergänzung bringen darf in Bezug auf die deontologische oder Pflichtenethik, da kommt besonders die Frage nach Zwecken und Mitteln nochmal zum Einsatz oder ist thematisiert, die ja eben schon angesprochen wurde. Man könnte davon ausgehen, dass es gut ist, eine Handlung gut ist, wenn am Ende was Gutes rauskommt. Und die Frage, wie ich das nun erreicht habe, ist eigentlich unwichtig. Das ist so mehr oder weniger die Position des Utilitarismus. Die deontologische und kantische Position sagt aber, wenn ich manipulative Mittel anwende, um hinterher ein Ergebnis zu erzielen, selbst wenn es ein gutes Ergebnis ist, nicht nur für mich, sondern für viele andere. Ich hatte ja das Beispiel der Wohlstandsversammlung und des Einwerbens Wohlfahrtsspenden angeführt. Also selbst wenn es an einen guten Zweck geht, sollte man doch nie sich so weit herablassen, würde Kant sagen, dass man auch unzutunliche und falsche ethisch fragwürdige Mittel verwendet, wie zum Beispiel Manipulation zum Guten hier praktiziert und so weiter. Ja, also Sie sehen, ethisches Handeln in der Rhetorik braucht Orientierung. Diese Orientierung kann man sich aneignen, indem man sich orientiert an Mitteln, an Methoden, an Modellen, die auch aus dem Bereich der Rhetorik selber kommen. Im Bereich von Aristoteles ist es klar, ist eine ganz klare Zielrichtung, die Ausrichtung aufs Gute. Im Bereich von Kant ist es nicht so direkt klar und man sieht es nicht, wenn man Kant nur als Kritiker der Rhetorik sieht. Und mir ist auch erst spät aufgefallen, dass man zwar einerseits natürlich den Kant als Kritiker der Rhetorik sehen muss, aber dass hinter dieser Kritik an der Rhetorik auch eine Chance für eine rhetorische Ethik steckt. Und das ist zum Beispiel diese Frage, diese Erörterung auch des ethischen Verhältnisses von Zwecken und Mitteln. Ja, daran anschließend kam die Frage an Sie persönlich. Sind Sie eher ein Tugendethiker in einem aristotelischen Sinne oder ein Pflichtethiker nach dem kantischen Ideal? Ich versuche beides zu verbinden. Aber zunächst mal, ich muss Ihnen eine persönliche Bekenntnis ist viel zu stark jetzt, aber eine persönliche Beobachtung oder Erfahrung mitteilen. Ich habe mich lange Jahre überhaupt für moralische Fragen interessiert. Und das war der Bereich der Philosophie, den ich am unwichtigsten fand, für mich. Und dass Moralfragen für mich attraktiv wurden, das ergab sich erst auf einem Umweg, nämlich wirklich über die Frage nach der Ethik, also Aristoteles, also Tugend, also Streben. Denn ich habe mit Aristoteles gelernt, dass Ethik eigentlich die Frage nach dem guten Leben ist, zunächst mal. Die Frage nach dem guten Leben in dem Sinne, dass ich mich damit beschäftigen kann, was tut mir denn überhaupt gut? Womit erreiche ich, dass ich gut lebe? Jetzt nicht in einem saturierten Sinne, dass ich genug Geld habe oder so, ja, da ist ja Ethik eigentlich eher nicht das Mittel, sondern in dem Sinne, dass ich lerne, was ist mir zuträglich in meinem Leben? Was tut mir einfach gut? Und da gibt es eben ganz viele Antworten, die die Ethik als Lehre vom guten Leben uns geben kann. Und da habe ich auch gelernt in dem zweiten Sinne, aha, da verhält sich jetzt komplementär die Moral auch dazu, sprich die kantische Position. Und die kantische Position ist ja die, das Gute ist dasjenige, was der unbeschränkt freie Wille erreichen will, wenn er den Pflichten folgt. Ich vereinfache das jetzt etwa und konzentriere das auf den wichtigen Punkt. Und der uneingeschränkt gute Wille, der äußert sich, wie gesagt, vor allem darin, dass man die Pflichten beachtet, die man befolgen muss, wenn man das Richtige tun will. Und für mich hatte das immer so den Anstrich von Moralismus, nicht, dass alle Fragen nur einer moralischen Perspektive unterworfen werden. Und für mich war es eine neue Entdeckung, dass ich gesehen habe, nein, also eigentlich ist der Ausgangspunkt,
die Ethik zeigt das, was für dich gut ist. Und dazu gehört im zweiten Schritt dann auch, wenn es wirklich gut sein soll für dich, dann musst du darauf achten und darauf gucken, dass es auch für andere gut ist, nämlich für die Menschen in deinem Umkreis zum Beispiel, im familiären Umkreis und für im Freundeskreis, in dem sonstigen Umkreis. Und dann natürlich kann man das ganz, ganz, ganz weit ausweiten auf alle gesellschaftlichen Ebenen, bis natürlich zur politischen Entscheidung. Wovon meine ich, dass das, was hier zur Debatte und zur Frage steht, jetzt in den politischen Veranstaltungen, die wir alle haben, in den Wahlen, die alle uns bevorstehen, was ist gut für uns individuell, für uns persönlich, aber was ist auch gut für uns insofern, als dass es für andere gut ist und wenn es für andere gut ist, dass es uns auch als Gutes zugutekommt. Und so gesehen möchte ich die Frage so beantworten. Also Aristoteliker bin ich also zunächst mal aus dem heraus, dass ich sage, dasjenige, was ich mit Aristoteles gelernt habe, das hat mir unmittelbar gut getan und geholfen und das mir eigentlich am sympathischsten, weil es am spontansten sozusagen meinem ethischen Empfinden nahe kommt. Aber ich weiß auch aus Lebenserfahrung, dass natürlich wichtig ist, die andere Komponente, die deontologische, die pflichtenethische, mit zu bedenken und zu berücksichtigen und ins Handeln mit einzubringen. Herr Hobling, Sie machen es einem nicht leicht. Was Sie da fordern, ist natürlich ganz schön viel scharfen Verstand. Es bedarf eines scharfen Verstandes, um das alles zu berücksichtigen, was verschiedene Denkrichtungen aufgestellt haben, seit der Antike bis heute. Und selbst da wird man nicht automatisch weiterkommen. Die Frage ist also, was empfehlen Sie jemandem, der diesen scharfen Verstand nicht hat? Wie kann er das überhaupt bewältigen? Ich verstehe, und es ist sehr plausibel, wenn Sie sagen, bei dir musst du anfangen. Nicht, was andere sagen, sondern du musst deine Ansprüche erst einmal, deinen Ansprüchen genügen. Einverstanden. Aber wie kann ich das machen, wenn ich, nicht jeder studiert Rhetorik und nicht jeder verfügt über diesen Intellekt, dass er das alles so analysieren kann. Sie gaben den Ball an die Schule zurück, wenn ich es richtig verstanden habe. Sie sagten, dort muss die Bildung anfangen, dass die Kinder und die Jugendlichen so weit geschult werden, dass sie in der Lage sind, später in ihrem Leben das alles zu bewältigen. Aber auch da kann man nicht alle Kinder erreichen oder alle Schüler letztendlich erreichen. Wie geht man damit um? Sie haben recht, das ist eine wichtige Frage. Ich sehe das so. Die Ethik, die ich in meinem Buch behandelt habe, ist eine wissenschaftliche Ethik. Aber grundlegend ist Ethik erstmal natürlich nichts Wissenschaftliches, sondern eine gelebte moralische und ethische Praxis im Alltagsleben. Und alle Menschen, auch diejenigen, die jetzt nicht studieren können, sagen wir mal salopp, die leben natürlich von vornherein in ethischen und moralischen, in sittlichen Bezügen, so möchte ich sagen, in sittlichen Bezügen. Und dasjenige, was unser Leben in der Familie, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im Arbeitsleben zunächst mal führt, ist einfach die einfache und elementare Sittlichkeit unserer Lebensverhältnisse. Und jedes Kind wächst da selbstverständlich hinein, noch vor aller Schulerziehung. Und der Punkt für das einzelne Kind, für das einzelne Wesen, was hier hineinwächst, ist, dass es versteht, erstmals, dass es realisiert, welche Moralvorstellungen herrschen, welche ethischen Vorstellungen herrschen. Da wächst es hinein oder es wird hineingewachsen durch Zwang und Erziehungsmaßnahmen natürlich mehr oder weniger hart, nicht wahr? Das ist sozusagen die elementare sittliche Schule, die jedes Wesen in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft erstmal durchläuft. Will es überhaupt in dieser Gesellschaft existieren können? Und Kinder müssen da existieren, wenn sie leben wollen, nicht? Und Heranwachsende kommen dann in die Konflikte. Und die Erwachsenen dann, die kommen in die Situation, dass sie merken, hier gibt es Lebenslagen, da passen meine überkommenen, anerzogenen, ererbten, eingeübten Wertungen und ethischen Überzeugungen, moralischen Überzeugungen, die passen nicht mehr. Sondern ich muss mir jetzt was überlegen, um mit einer neuen, schwierigen Situation fertig zu werden. Dass die Situation entsteht im Leben des Einzelnen,
die Situation entsteht im Leben von Gemeinschaft und Gesellschaft. In der Gesellschaft haben wir für diese Instanzen zum Beispiel dann an höchster Stelle in der Regierung den Ethikrat. Fragen der Gentechnik zum Beispiel, nicht? Was über die individuelle Perspektive hinausgeht, aber alle einzelnen Mitglieder unserer Gesellschaft doch betrifft. Aber die Fragen sind so komplex, mit ganz einfachen Annahmen und Regeln der einfachen Sittlichkeit kann man diese Fragen nicht ethisch beantworten, sondern hier muss es diffizile Erörterungen geben zwischen dem Ethikrat, dem Ethikspezialisten und den Fachleuten für die jeweils einschlägigen Bereiche. Großes Beispiel ist immer zum Beispiel die Medizin mit der Gentechnik-Frage des Einsatzes der Gentechnik in der Medizin. Im Moment erleben wir es natürlich vor allem auch alle hautnah durch die Diskussionen, die im Ethikrat mit den Virologen, mit den Politikern geführt werden über die Frage, wie gehen wir mit den Einschränkungen unseres Lebens in der Öffentlichkeit um, in der Wirtschaft um diese Pandemie zu besiegen. Jetzt nochmal zurück also zum Einzelnen. Der Einzelne, wenn der in seinen Problemen steckt und jetzt nicht weiter weiß, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten für ihn. Ein Punkt ist natürlich seine Moralvorstellung, dass er die verändert. Ich glaube, dieser Prozess gehört zum Reifungsprozess eines jeden Menschen, der erwachsen werden will. Er kriegt einfache sittliche Wertmaßstäbe mit, moralische Wertmaßstäbe, ethische Wertmaßstäbe. Und er muss jetzt und kann und tut es auch in seinem Leben ausprobieren, wie weit tragen die. Und da wird er feststellen, jawohl, dies und das trägt, dies und das trägt nicht. Dies und das, was nicht mehr trägt, schmeiße ich über Bord. Oder die große Frage ist, darf ich es über Bord werfen? Darf ich es über Bord werfen, wenn ich verantwortlich bleiben will gegenüber den Mitgliedern meiner Familie zum Beispiel? Darf ich mich trennen von meiner Frau, weil ich mich nicht mehr mit ihr verstehe? Darf ich mich, oder das andere Problem in meiner Gemeinschaft, ein Priester, der nicht mehr, wie es in der katholischen Kirche ja oft vorkommt, nicht mehr den Zölibat leben will, darf ich jetzt die Moralvorstellung, die da dahinter steht, über Bord werfen? Und er muss sich jetzt um Gründe bemühen, um das dafür Legitimationen für sich zu finden, um zu sagen, jawohl, ich bleibe katholisch, ich versuche weiterhin mein Priesteramt zu praktizieren, aber ich möchte in einer Beziehung zu einer Frau leben. Ja, also er muss die Moral für sich revidieren. Er kann die Kirchenmoral nicht revidieren, als Einzelner geht das nicht. Aber klar ist, dass aus seinem Verhalten, das erleben wir auch sehr viel in der Kirche im Moment, dass aus seinem Verhalten, wo er keine Legitimation mehr für seine Position, tradierte Position, überkommene Position sieht, dass davon auch starke Anstöße dann in die Institution gehen, sich über ihre Moralvorstellungen Gedanken zu machen. Also sehr wichtig ist auch, dass zur gelebten Moral immer auch die Moralkritik gehört. Die Anpassung der Moral an die Lebenslagen, und zwar verantwortlich natürlich nicht nur nach dem individuellen Gusto und Geschmack und Wunsch, sondern auch unter Respektierung von basalen, grundlegenden moralischen und ethischen Prinzipien. Aber das muss einfach sein. Ich glaube, die katholische Kirche mit ihren Problemen im Moment mit den Missbräuchen umzugehen, ist das beste Beispiel dafür. Und überhaupt die Frage der Sexualität in der Kirche, das ist das beste Beispiel dafür, dass man auch Moral immer wieder anpassen muss und dass ein wichtiges Element des Umgangs mit der Moral immer auch die Moralkritik ist. Mhm. Also, bitte. Ja. Wird noch gefragt, mehr auf die Dialogistik bezogen, ob es nicht heute mehr MeuterInnen geben müsste, die eben diese Ethik mitdiskutieren, mitformen. Und dann wird die Frage gestellt, warum das in der Tübinger Rhetorik nicht mehr thematisiert wird. MeuterInnen? Ja, MeuterInnen. Was ist damit gemeint? Hermeneutiker, also Meutik ist ja eine Unterform, gehört ja zur Hermeneutik. Soll es mehr Hermeneutiker in der Rhetorik geben? Habe ich die Frage richtig verstanden? Ich glaube, es geht darum, dass es mehr Personen gibt, die Dialogistik mitformen. Ich glaube, es geht vor allem um die sokratische Meutik, wird mir gerade im Chat gesagt.
Ah, okay, das sokratische Lehrgespräch. Ja, ist eine interessante Frage. Dankeschön, ja. Ja, ob das nicht mehr Leute machen sollen, das ist ein sehr bedenkenswerter Vorschlag. Also, soweit ich sehe, wird ja die Rhetorik vor allem gelehrt als eine Technik, um eine Rede zu verfertigen, eine monologische Rede. Dann auch zum Beispiel, um Gesprächsführung zu lernen, gibt es ja auch Lehrveranstaltungen und dann alles ganz verschiedene Adaptionen und Zwischenstufen jeweils, ist klar. Aber ob man nicht mal wirklich das sokratische Lehrgespräch in dem Sinne auch zum Thema machen sollte, dass gelehrt wird, wie sozusagen die bessere Erkenntnis aus den Überlegungen und ja, vielleicht auch Wertmaßstäben, die man für sein eigenes Leben gefunden hat, um da so etwas herauszuarbeiten, um das sozusagen auch als eine Art pädagogischen Lehrdialog zu lehren und auch einzuüben, sodass man als Rhetoriktrainer dann auch mal mit sowas arbeiten kann. Das finde ich einen sehr interessanten Vorschlag. Warum nicht? Also das ist wirklich bedenkenswert, natürlich. Vor allem, weil die sokratische Dialogik ja nicht einfach in Form einer Debatte als Streitgespräch geführt wird über ein Thema, wo es darum geht, jetzt den Sieg davonzutragen, den Gegner sozusagen niederzumachen, sondern hier geht es darum, wirklich aus dem Gesprächspartner, aus dem Gegner, in Anführungszeichen, den Gesprächspartner zu sehen und zu schauen, ihm klarzumachen, was sind die Grundvoraussetzungen eigentlich für die Annahmen, die du hier vertrittst und inwiefern lassen die sich wirklich halten? Sind die Vernunft gestützt? Sind die Werte basiert? Inwiefern sind die Werte basiert und wo müsste man dann noch genauer arbeiten? Wo müsste man sich mehr Klarheit schaffen? Wo müsste man sich um grundlegende Prinzipien des Verständnisses, der Orientierung bemühen und so weiter? Ja, Herr Rubling, Sie haben jetzt gerade schon auch die katholische Kirche so als Negativbeispiel angeführt. Ja. Und jetzt würde mich interessieren, gibt es denn auch das Paradebeispiel, wo Sie sagen, das sind jetzt Redner, Rednerinnen, die sich eben an diesen rhetorischen Prinzipien schon orientieren, wo Sie sagen, das wäre jetzt zum Beispiel ein Vorbild, an dem man sich orientieren kann, genau, und gibt es auch noch andere Negativbeispiele, die Sie gerade so aktuell beobachten? Ja, aktuell sind negative Beispiele ja vor allem in der populistischen Rhetorik, nicht? Mit dem Hinweis auf die AfD habe ich ja schon genannt und Trump und so, Trumps Art der Rhetorik und Art und Weise, mit der Öffentlichkeit in den USA und in der Welt umzugehen oder seine Gefolgsleute zu animieren, Sachen wie die Kapitolsbesetzung zu machen und so, das sind Negativbeispiele. Ich glaube, da braucht man ja gar nicht mehr weiter darauf einzugehen. Interessant ist die Frage der positiven Beispiele. Das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Da muss man sich als Ethiker auch Gedanken drüber machen. Und für mich war die Frage, ob ich nicht empfehle, einfach die eine oder andere Rede, wo ich sagen kann, ja, so sollte man es machen. Und nun ist es so, diese Frage hat für mich jetzt zwei Antworten herausgebracht oder führt mich zu zwei Antworten. Das eine ist die grundsätzliche Frage, welche Merkmale müsste eine gute, ethisch verantwortliche Rede halten? Mhm. Und ich habe in meinem Buch darauf verzichtet, eine aktuelle Rede hier hineinzubringen und die ethisch-rhetorisch zu interpretieren. Sondern ich habe mir überlegt, ich nehme zwei antagonistische Redetypen. Die eine Rede steht fürs Überzeugen, die andere steht fürs Überreden, und zwar idealtypische Reden, die von einem Dichter geschrieben worden sind, nämlich von Shakespeare, und zwar in seinem Drama Julius Caesar. Wir wissen alle, Julius Caesar wurde von Brutus und seinen Freunden umgebracht, aus dem Bestreben heraus, Caesars monarchische Ambitionen zu unterbrechen, abzubrechen, zu beseitigen, damit in Rom die Freiheit der Republik erhalten bleibt. Und nach Caesars Tod musste Brutus sich vor dem römischen Volk rechtfertigen und er hat das in einer überzeugenden Rede getan, wo er seine Freiheitsmotive dargelegt hat. Und sein Gegner wurde aber Mark Anton
der Freund und Gefolgsmann Cäsars, der das nicht akzeptieren wollte, dass Cäsar als sein Freund erstochen wurde, der nicht akzeptieren wollte, dass der Weg Roms zur Monarchie so gewaltsam unterbrochen und abgebrochen wurde, denn er rechnete sich selbst Chancen aus, einmal der Nachfolger und Erbe von Cäsar zu werden, weil er auch ein guter Feldherr war. Antonius hat also eine Gegenrede gegen Brutus gehalten, und wenn Brutus seine Motive offen und ehrlich und überzeugend dargestellt hat als Verteidigungsrede für seine Tat, so hat Antonius erstmal so getan, als ob er den toten Cäsar loben wollte, und hat aber unter der Hand eine Anklagerede gegen die Brutus und die Cäsar-Mörder gehalten, die voll von manipulativen Mitteln und Tricks steckt. Sodass man also sagen kann, Shakespeare hat mit großer Kunst beide Reden idealtypisch gestaltet. Die eine Rede ist die überzeugende Rede, die das Publikum und die Zuhörer respektiert als selbstständig urteilsfähige Wesen und sein Hauptmotiv Respektierung der Freiheit eingeführt hat, als handlungsleitende Größe hat Brutus hier präsentiert. Und die andere Rede von Marc Anton, die Anklagerede, die mit manipulativen und Täuschungsmitteln arbeitet, die ist idealtypisch gesehen als Typus der Überredungsrede zu konzipieren. Und ich habe gedacht, der Leser, der sich mit rhetorisch-ethischen Fragen beschäftigt, der soll für sich selber nach den Prinzipien, die ich im Buch dargelegt habe, soll er darlegen und soll sich ausdenken, wie könnte sozusagen eine ideale Rede zwischen Brutus und Antonius aussehen. Eine Mixtur, cum grano salis. Eine Mixtur in dem Sinne, dass einerseits in einer besseren Rede oder in der besten Form der Rede das Freiheitsmotiv respektiert bleibt, und zwar unter Offenlegung all der Motive, die appellieren an die Vernunft und sozusagen die besten Seiten in den römischen Zuhörern, und auf der anderen Seite aber nicht darauf verzichtet, auch Emotionen ins Spiel hineinzubringen, wie das ja vor allem Marc Anton gemacht hat, indem er den toten Cäsar in einer herzzerreißenden Weise wirklich beschreibt und beklagt. Sodass man also sagen müsste, auch die Brutus-Rede müsste, wie gesagt, mehr mit Emotionen arbeiten, die eigentlich auch aus Cäsars Anspruch, aus der Kritik an Cäsars Anspruch abgeleitet werden, hier die Alleinherrschaft anzustreben, obwohl ja viele Leute dadurch ihre Freiheit verlieren würden. Das war so mein Vorschlag und meine Idee, kein Modell einfach zu liefern, sondern den Leser aufzufordern, sich sein eigenes Modell zu schaffen, indem er das Beste aus jeder idealtypischen Form heraus in einem neuen Mix sozusagen präsentiert. Das ist der eine Gesichtspunkt, den ich, die eine Antwort, die ich jetzt darauf habe. Und die andere Antwort wäre die: gute Reden im Sinne des Vorbildlichen, an denen man sich orientieren kann, die gibt es ja in der Liste, die an unserem Seminar schon seit vielen Jahren geführt wird, die Liste Reden des Jahres. Und da sind ja wirklich viele interessante Reden aus ganz verschiedenen Zeiten, politischen Epochen zusammengestellt, die auf ihre Weise eine wirklich diskutierenswerte und nachdenkenswerte Weise von Überreden und Überzeugen präsentieren. Nicht zuletzt also zunächst mal die Rede von Bundeskanzlerin Merkel Ende des Jahres. Frau Merkel ist nicht dafür bekannt, eine mitreißende Rednerin zu sein. In vielen Jahren ihrer Kanzlerschaft wurde ihr das immer wieder auch manchmal hämisch vorgehalten. Aber ich denke, man hat auch gesehen, dass ihre Besorgnis um den Gang der Pandemie in der Bundesrepublik zu schlimmen Folgerungen führt, und wo sie sich jetzt gedacht hat, hier muss ich wirklich was tun, und wo sie gemerkt hat, dass sie nicht so einfach mit ihrer Besorgnis durchdringt, da hat sie auch wirklich einfach von ihrer emotionalen Betroffenheit, hat sie die zum Ausdruck gebracht. Und das wurde gewürdigt in der Wahl dieser Rede zur Rede des Jahres 2020. Einerseits gute Argumentationen, einerseits gute Begründungen, plausible, nachvollziehbare, auf der anderen Seite auch durch die emotionale Äußerungsform hat sie eine
Redeform gefunden, eine Ausdrucksform, die wirklich den größten Teil ihrer Zuhörer, ihres Publikums in Deutschland wirklich betroffen gemacht hat und angekommen ist bei denen. Das hat die wirklich angesprochen, und zwar in dem Sinne, dass hier die Frau Merkel als sehr glaubwürdige Frau rübergekommen ist, wie man so sagen könnte. Ja? Also Frau Merkels Rede wäre ein Punkt, wo man also Überzeugung und Überredung in dem Sinne, dass hier wirklich Emotionen im Horizont einer rationalen Argumentation wirklich auch ausgedrückt wurden, und zwar zu Recht und gut, denn Emotionen sind ein ganz wichtiges Mittel, um eine Rede wirkungsvoll zu machen. Und da sollte man keinesfalls darauf verzichten. Aber man muss sie sozusagen immer einbinden in einen Begründungszusammenhang, der auch intellektuell gegründet ist und abgesichert ist, dass die Emotionen eingebunden sind in Begründungszusammenhänge und Argumentationen, die man auch wirklich ausweisen kann. Also das ist ein Beispiel, was ich sehr interessant finde, wo man sich dann orientieren kann für eine bestimmte Situation. Eine andere interessante Rede ist die Rede von Cem Özdemir, die vor ein oder zwei Jahren auch von uns ausgezeichnet worden ist. Hier sieht man noch viel mehr Emotionen und viel mehr Empörung. Und trotzdem natürlich eingebunden auch in einen argumentativen und politisch ausgewiesenen Begründungszusammenhang. Und dieser Begründungszusammenhang, der lautet darauf hin, dass, und der gestaltet sich so oder ist so, erinnert sich für mich so, dass Özdemir auch hier reagiert hat auf die Rede eines AfD-Politikers, wo er empört war und gute Gründe für seine Empörung hatte, aber die Empörung auch als Gefühl geäußert hat. Es ging weit, das ging hart. Ich habe die Rede auch in meinem damaligen Seminar besprochen. Für manche, die haben mir gesagt, es geht vielleicht ein bisschen zu weit, er emotionalisiert doch zu stark. Aber andere haben gesagt, nee, das ist gerechtfertigt aufgrund der ganzen Zusammenhänge. Und er hat nie den rationalen Argumentationszusammenhang aus den Augen verloren. Also das ist gerechtfertigt. Und so gibt es andere Reden, die man wirklich mit Gewinn heranziehen kann. Eine sehr ausgewogene Rede, auch mit Gefühl und verstandesmäßiger Argumentation, finde ich zum Beispiel die Rede von Navid Kermani zur Jubiläum des Grundgesetzes, auch vor ein paar Jahren. Die fand ich auch sehr schön. Ist auch ausgewählt worden als eine der Reden des Jahres. Also ich denke mir, wenn man sich orientieren will, wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, einfach diese Liste der Reden des Jahres mal sich anzuschauen und zu gucken, was würde daraus passen. Aber es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, je nachdem, was der Einzelne, der sich interessiert für Kenntnis hat von Reden, dass er die mal mit so rhetorisch-ethischen Maßstäben, wie ich sie auch dargelegt habe, auch im weiteren Sinne, noch im theoretischen Sinne, hier in meiner Interpretation der Reden von Brutus und Marc Anton, das mal selber auszuprobieren und für sich zu prüfen. Herr Robling, Ihre Gedankengänge sind sehr anspruchsvoll, sodass 90 Minuten natürlich nicht ausreichen, um all das nachzutragen, was Sie da als Themen aufgestellt haben, Thesen und auch natürlich, wie gesagt, das ganze Gebilde. Wir sind fast am Ende unserer Zeit, deswegen wollte ich eine Frage nur noch stellen, nämlich was geben Sie unseren Zuschauern, unserer Zuschauerinnen mit? Ja, etwas, was ich schon angesprochen habe, nämlich man soll sich nicht entmutigen lassen. Also der Punkt ist ja der, haben wir ja eben mehrfach auch drüber geredet, hat mir auch eine Studentin vor kurzem im Seminar gesagt, ja, Herr Robling, Sie stellen hier so die schönen ethisch-moralischen Grundsätze auf, aber die meisten halten sich einfach gar nicht daran. Und wenn man die Praxis in der Öffentlichkeit sich anschaut, was macht man da? Ja, habe ich gesagt, ist natürlich schade, ne? Aber ich hatte ehrlich gesagt keine Antwort. Und dann habe ich mir aber überlegt, das möchte ich jetzt auch nochmal in der letzten Seminarsitzung thematisieren. Dann habe ich mir überlegt, ja, was kann man denn da überhaupt drauf sagen? Und dann ist mir aufgegangen, man wälzt das Problem von sich ab. Man wartet nämlich, man sagt, ich warte, bis die anderen soweit sind. Und wenn die soweit sind, dann komme ich auch. Und meine Lösung ist eben, nein, erst muss ich anfangen, die Ärmel hochkrempeln, mir in der Rhetorik auch die Hauptanliegen und Merkmale und Kriterien für ethische Orientierung
klarzumachen, um mich daran zu orientieren, ohne dass ich das Ziel aufgebe, auch eine wirkungsvolle und eine publikumsorientierte Rede zu halten, die wirklich ankommt bei den Leuten und ihre Wirkung tut. Das Ziel sollte ich nicht aufgeben. Aber ich sollte an die ethischen, moralischen Grenzen denken. Und das, finde ich, ist einfach eine gute Sache, wenn man anfängt bei sich selber. Dann kann man erstens Kriterien gewinnen, auch zur Beurteilung der Reden anderer, mit denen man zu tun hat. Zweitens hat man Gesichtspunkte auch, wenn man mit anderen diskutiert über diese oder jene Rede. Bietet sich ja jetzt gerade an. Wir sind in einem Jahr, wo es viele Wahlen gibt, wo es auch viele Wahlkampfreden gibt und nicht nur Reden. Übrigens, die Rhetorik ist ja auch nicht nur zuständig für die mündliche Rede, sondern die Rhetorik ist ja auch zuständig für geschriebene Texte und für das, was man dann in den Zeitungen oder in Wahlkampfbroschüren oder in Parteiprogrammen liest, das kann man ja alles anwenden mal. Und wenn man zeigt, dass man auch Gesichtspunkte und Kriterien hat in Diskussionen und die nicht nur in einer einfach bloß persönlichen Betroffenheit seine Meinung äußert, sondern auch begründete Argumente anführen kann, warum man warum man das so und das andere nicht so gut findet. Das eine gut, das andere nicht gut. Ich glaube, das tut auch seine Wirkung. Das würde ich mitgeben, denjenigen, die hier zugehört haben. Vielen Dank, Herr Robling. Rhetorische Ethik, ist das wichtig oder kann das weg? Nein, das kann im Gegenteil überhaupt nicht weg. Es muss bleiben, wie Herr Robling uns heute sehr eindrucksvoll geschildert hat. Es gehört zusammen. Es ist die andere Seite der Medaille. Beide Begriffe sind eng miteinander verbunden. Wer sich weiterhin in dieser Richtung entwickeln will, informieren will, nachdenken will, dem sei das Buch von Herrn Robling ans Herz gelegt. Es ist ganz normal im Buchhandel zu bekommen. Rhetorische Ethik erschienen in meinem Verlag in diesem Sinne. Danke ich Ihnen, Herr Robling, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute unser Gast zu sein. Ich danke Ihnen, dass Sie sehr ausführlich Ihre Vorstellungen geschildert haben. Und ich danke auch natürlich unseren Zuschauern, unserer Zuschauerinnen, die sich mit ihren Fragen beteiligt haben. Vielen Dank meinerseits. Die nächste Veranstaltung ist, Moment, ich muss kurz schauen, wir haben nämlich schon den Termin. Das ist eine Veranstaltung Kontrapunkt trifft Rhetorik natürlich mit Herrn Till und die findet im März statt, am 10. März um 19 Uhr. Das Thema, das ist noch nicht ganz festgelegt, aber sicher ist das Datum, die Uhrzeit und der Gast. Und wir werden wieder mit Frau Dax hier an dieser Stelle unserem Gast Fragen stellen. Machen Sie es gut. Ich danke Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Diese Veranstaltung haben wir aufgenommen. Sie wird in ein paar Tagen dann auf meinem YouTube-Kanal zu sehen sein. Über kontrapunkt.info können Sie dann auf den Link kommen und dann führt Sie der Link weiter auf den YouTube-Kanal. Frau Dax, Sie wollten noch etwas sagen und dann schließen wir. Ja, auch noch Ihnen einen schönen Abend. Und es war schön, dass auch so viele interessierte Menschen da waren. Auch wenn ich ihre Gesichter nicht sehen konnte, habe ich an den Namen viele wiedererkannt, auch vom rhetorischen Seminar. Und ich freue mich, Sie alle dann in unserer nächsten Session wiederzusehen. Einen schönen Abend.